Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Forum Wirtschaft. Es ist schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie eigentlich den Energieträger der Zukunft, das grüne Öl? Was ist es wohl? Richtig, das ist der Wasserstoff. Darum geht es in unserer Sendung. Aber wie entsteht Wasserstoff? Wie ist er zu lagern? Wozu ist er zu benutzen? Und wie kann der Nordwesten Wasserstoff-Hype werden? Über diese und weitere Aspekte wollen wir heute uns miteinander unterhalten. Meine Gesprächspartner sind dazu Herr Dr. Urban Keusen. Herr Dr. Keusen ist Vorstand, Technikvorstand der Energieversorgung Weser-Ems AG, kurzform EWE. Und dann begrüße ich ebenso herzlich hier in unserem Studio Herrn Burkhard Oppmann. Herr Oppmann ist Geschäftsführer der Faun Umwelttechnik aus Ustdorf-Scharmbeck. Schön, dass Sie beide heute ins Studio gekommen sind. Und lassen Sie uns über die ganzen Aspekte, die so mit Wasserstoff zusammenhängen, ein wenig reden. Und Sie, Herr Dr. Keusen, sind ja bei der EWE sozusagen ein Vorreiter beim Thema Wasserstoff. Das wollen wir nachher noch so ein bisschen vertiefen. Und Sie, Herr Oppmann, haben ja schon bei Faun das erste Müllfahrzeug angetrieben durch Wasserstofftechnik oder durch die Brennstoffzelle und fährt mit Wasserstoff. Aber zuerst mal die Frage an Sie, die bewegt wahrscheinlich auch so die Zuschauer. Wie wird man eigentlich Technikvorstand bei der Energieversorgung, kurzform EWE? Ich selbst bin von der Ausbildung her Physiker und habe interessanterweise während meiner Doktorarbeit mich schon um das Thema Wasserstoff gekümmert. Okay. Mein Doktorvater war damals sehr weitsichtig, haben wir einen Solarfloß gebaut, wo wir dann über Sonnenenergie Wasserstoff erzeugt haben. Und bin danach in die Energiewirtschaft gegangen, habe viele Jahre bei verschiedenen Energieunternehmen gearbeitet, bei E.ON, bei TenneT, habe mich viel um Wind und Netze gekümmert. Bin jetzt seit 2018 bei EWE zuständig für Technik, also sowohl für die Fragen unserer Netze, für Erzeugung aus Windenergie, auch für digitale Themen, neue Innovationsthemen liegen bei mir und eben auch das Thema Wasserstoff, weswegen ich gerne heute hier bin. Okay, schön. Prima, herzlichen Dank. Herr Oppmann, wie war denn so Ihr Werdegang? Wie wird man so Geschäftsführer der bedeutenden Firma Faun? Der Werdegang, der ist ziemlich lang. Ich komme ja, das hört man wahrscheinlich auch ein bisschen an der Sprache, aus dem Süden Deutschlands. Ja, ja, ein bisschen hört man es, ja. Und bin dort in einer Karosseriefabrik gewesen und habe dort auch meine Berufsausbildung genossen und meine Weiterbildung genossen und bin dort dann gewechselt in die Mitte Deutschlands, in der Ecke von Dortmund oder Iserlohn. Okay. Und seit 25 Jahren bei Faun. Und bin seit 8 Jahren hier in Ustdorf-Scharmbeck als Geschäftsführer erst der Faun Services und seit kurzem auch der Faun Umwelttechnik in Ustdorf-Scharmbeck. Okay, prima. Okay, Herr Dr. Keusen, wenn man so landläufig an die Energieversorgung denkt, dann denkt man ja an Strom und Gas. Aber Sie sind intensiv jetzt auch mit Wasserstoff beschäftigt. Vorhin sagte ich ja eingangs, sozusagen einer der Vorreiter. Was steht dahinter? Was interessiert die EWE, unseren Energieversorger, jetzt auch am Thema Wasserstoff? Sie sagten gerade Strom und Gas. Wir nennen das auch manchmal Elektronen für den Strom und Moleküle für das Gas. Es gibt eine Veränderung unseres Klimas und unserer Politik dazu. Jeden Tag in der Zeitung zu lesen, in Brüssel, in Berlin, in Hannover und in jedem Landkreis, jeder Kommune spricht man davon, CO2-Reduktion. Green Deal wird es auf Brüssel-Ebene genannt. Es geht also darum, klimaschädliche Emissionen zu vermeiden. Und damit setzt man sich auch mit der Frage auseinander, wie kann ich denn auch das Verbrennen von fossilen Energieträgern, Kohle, aber auch Gas am Ende langfristig vermeiden. Okay. Und deswegen machen wir uns Gedanken, wie sieht denn die Welt in einer CO2-freien Energiewelt tatsächlich aus? Und wir glauben, es wird weiter um Elektronen, also um Strom gehen. Es wird weiter auch um Moleküle, also Gase gehen. Aber diese Gase müssen am Ende mit grünem Strom oder grüner Energie erzeugt werden. Und dann komme ich schnell zu dem Thema Wasserstoff, weil Wasserstoff geeignet ist, eben als Energieträger grün hergestellt zu werden und vielfältig eingesetzt werden kann. Okay. Sie haben ja kürzlich mit mehreren Partnern, ich meine 90 an der Zahl waren es, ein Projekt gegründet namens Highways for Future. Was kann ich darunter verstehen?
Das Thema Wasserstoff ist ja noch in einer frühen Phase. Jeder, der heute sich beim Thema Wasserstoff engagiert, wird damit noch nicht sofort Geld verdienen können. Wir müssen lernen, wir müssen investieren. Wir müssen Dinge ausprobieren und wir müssen auch Kunden gewinnen, die bereit sind, den Wasserstoff tatsächlich zu nutzen. Und all das muss ineinander greifen. Man kennt ja manchmal so das Hen-und-Ei-Problem, was ist zuerst da? Deswegen haben wir uns beworben, gemeinsam mit Partnern. Die Firma Faun ist da mit uns gemeinsam mit vielen Partnern dabei, beim Bundesverkehrsministerium zu sagen, wir wollen zeigen, dass wir hier in der Region Wasserstoff für Mobilität und für Industrie einsetzen können. Haben dafür ein Konsortium aus über 90 Partnern, Unternehmen aus der Region, Kommunen gegründet und waren sehr erfolgreich, haben diesen Zuschlag beim Bundesverkehrsministerium bekommen. Toll. Was wir konkret machen, wir sind dabei jetzt, das Projekt konkret auszugestalten. Wir werden Mobilität, wir werden also PKWs, wir werden LKWs, wir werden Busse kaufen, wir werden dort Tankstellen errichten, Tankstelleninfrastruktur. Wir werden den Wasserstoff erzeugen, Stichwort Elektrolyseur, viel schon, vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf. Okay. Wir werden ihn speichern, wir werden in Tankstellen sie an die Fahrzeuge bringen. Und wir werden zusätzlich auch mit einem Industriepartner, dem Stahlwerk in Bremen von ArcelorMittal, den Wasserstoff, den wir dort erzeugen, nutzen, um den Stahl grüner zu machen. Das ist ja ein wichtiges Produkt, auch zum Beispiel für die Automobilindustrie. Also es geht darum zu zeigen, nicht nur zu demonstrieren, sondern wir nennen es skalieren, also zeigen, dass der Markt in der Lage ist, die Produkte bereitzustellen, mit Wasserstoff tatsächlich Mobilität zu erzeugen. Und das ist natürlich mit 90 Partnern hier in der Region verankert, ein ganz, ganz tolles Projekt. Das heißt, Sie wollen damit quasi viele Beteiligte neugierig machen auf die Anwendung der Wasserstofftechnik. Ja, wir wollen sogar noch einen Schritt weitergehen. Wir nennen das manchmal den Markt aktivieren. So, also nicht nur zeigen, dass es funktioniert, sondern wir wollen anreizen und wir setzen darauf, dass zum Beispiel Kommunen sagen, also ein Müllfahrzeug der Firma Faun, das mit Wasserstoffantrieb funktioniert, das wollen wir auch tatsächlich bei unserer nächsten Beschaffung einsetzen. Okay. Wenn man sieht, in Kommunen funktioniert das oder Busse funktioniert das, dann glaube ich, können wir damit Kommunen anreizen, einfach einen mutigen Schritt zu gehen und die nächsten Fahrzeuge dann auf Wasserstoffbasis zu beschaffen. Was ist denn so bei Ihnen so die Entscheidung gewesen, bei dem Projekt mitzumachen, Herr Obmann? Ja, wir sind also schon länger tätig in dem Thema Wasserstoff. Wir beschäftigen uns also rein mit Wasserstoff seit 2009, haben damals das erste Fahrzeug da entwickelt, schon mit der NOW in Berlin, zusammen mit der Berliner Stadtreinigung. Okay. Und haben dieses Projekt eigentlich bis heute immer nach vorne getrieben und haben jetzt die ersten Fahrzeuge stehen. Wir werden also in 2021 auch in die Serienfertigung einsteigen. Wir werden dieses Jahr noch 20 Fahrzeuge herstellen, unter anderem auch 6 Stück für die BSR in Berlin, für die Hauptstadt. Ja. Und das ist unser Werdegang eigentlich zu dem Thema Wasserstoff. Begonnen haben wir eigentlich in 2006 schon mit dem Thema alternative Antriebe. Ja, okay. Und was hat die Kommune denn für einen Vorteil, wenn sie statt Müllfahrzeug mit herkömmlichem Dieselantrieb jetzt Wasserstoff nimmt? Das ist ein ganz großer Vorteil eigentlich, weil wir mit null Emission fahren. Das heißt also, wir haben keinen CO2-Ausstoß, wir haben keinen NOx-Ausstoß, wir haben also reines Wasser, das hinten heute zum Auspuff rauskommt. Und wir haben noch auch ein großes Thema, wo man sagen kann auch, dass Müllheizkraftwerke teilweise auch Wasserstoff herstellen. Das heißt also, das Müllfahrzeug dankt seinen eigenen Müll letztendlich wieder. Aha. Das heißt, der Antrieb kostet sozusagen der Kommune dann fast kein Euro. Eigentlich die Kraftstoffkosten gehen etwas nach unten, ja. Ja, tatsächlich. Mensch, interessant. Ja, ja. Nun unterscheidet man ja auch häufig grünen Wasserstoff, grauen Wasserstoff. Wo ist der Unterschied? Also, Laien sagt das manchmal gar nichts. Ja, grauer Wasserstoff ist industrieller hergestellter Wasserstoff oder aus Industrie- oder Chemieprodukten bedingter Abfall. Und grüner Wasserstoff ist eben aus reiner grüner Energie, aus Windrädern zum Beispiel, hergestellter Wasserstoff ist grüner Wasserstoff. Und damit der CO2-freie Wasserstoff. Und damit CO2-freie Wasserstoff. Schon interessant. Ist ja auch die Frage, für mich, ich bin ja Laie im Gegensatz zu Ihnen, auch interessant. Ja, wie entsteht denn Wasserstoff? Wir reden immer von Wasserstoff, aber wie entsteht denn Wasserstoff? Und wie komme ich denn dazu, Wasserstoff zu bekommen? Wasserstoff ist keine Energiequelle, also wir nennen es einen Energieträger. Träger, ja. Und wir erzeugen Wasserstoff ganz klassisch über einen Prozess, den nennen wir Elektrolyse.
Im einfachen Fall, Sie nehmen Wasser und stecken in das Wasser zwei, im ganz einfachen Fall zwei Metallplatten, zwei Elektroden, schicken da Strom durch. Das kennt vielleicht der eine oder andere aus der Schule, dieses Stichwort Knallgas. Da wird also auch Elektrolyse hergestellt. Und wenn Sie Strom durch Wasser schicken, dann wird das Wasser geteilt. Und für diejenigen, die sich an ihren Chemieunterricht noch erinnern, Wasser ist eben H2O, also zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom, die werden getrennt. Und an der einen Seite, wo der Strom fließt, entsteht eben Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff. Und diesen Wasserstoff fängt man auf und kann ihn dann speichern und weiterverwenden. Also es wird natürlich in einem heutigen Elektrolyseur sehr viel professioneller mit etwas anderen Techniken hergemacht. Aber im Prinzip nehme ich Wasser und Strom, im Idealfall grünen Strom, und habe dann grünen Wasserstoff. Okay, das haben Sie, Herr Dr. Keusen, wunderbar erklärt, für mich als Laie. Und Sie hatten ja kürzlich eine Veranstaltung bei Ihrer Kavernenanlage in Hundorf. Und da hatten wir von O1 die Gelegenheit mit Ihrem Herrn Schneider, den nennen Sie, glaube ich, Wasserstoffbotschafter, der hat uns an dem Elektrolyseur erläutert, wie Wasserstoff entstehen kann. Und diesen kleinen Filmbeitrag wollen wir uns mal anschauen. In der Tat kann ich sagen, Sie stimmen beide damit überein. Also es muss wohl so funktionieren. Wir stehen hier vor einem Kasten, mal laienhaft gesagt, mit so vielen kleinen Geräten und Leitungen. Was ist das für ein Gerät oder für einen Kasten? Ja, das ist kein Kasten, das ist ein Elektrolyseur. Und ein Elektrolyseur ist eine Maschine, die aus Wasser und erneuerbaren Energien Wasserstoff und Sauerstoff produzieren kann. Sozusagen. Und hier in der Ecke sehen wir das gute Stück, relativ klein. Der hat auch erst eine Leistung von 25 kW. Das heißt, das ist eine relativ kleine Größenordnung. Das Ganze kann man natürlich extrem hoch skalieren. Und Folgendes macht man hier: Man hat einen Wasseranstoß, bereitet das Wasser auf über diese Anlage hier. Hinten kommt über die Wasseraufbereitung, geht es weiter, hat eine erneuerbare Energienquelle. Das ist unsere Photovoltaikanlage, die Sie dort hinten vorhin schon gesehen haben quasi. Und diese Photovoltaikanlage speist diese Anlage. Das heißt, es kommt grüne Sonnenenergie quasi, kommt in diesen Elektrolyseur, hat einen ganz normalen Trinkwasseranschluss. Und aus diesem Trinkwasser und der grünen Sonnenenergie entsteht dort hinten Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff wird über Dach abgeleitet quasi, tut noch was Gutes fürs Klima. Also es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Wald, wie ein kleiner Baum, sage ich jetzt mal, der dann Sauerstoff produziert. Und der Wasserstoff wird hier nochmal aufbereitet und gereinigt quasi und wird dann weiter in den Speicher geschickt. Was geschieht genau? Da hinten habe ich jetzt Stromerzeugung mit Hilfe der Solarzellen. Mhm. So, und was geschieht dann? Von den Solarzellen, wie geht es weiter? Genau, von den Solarzellen kommt erstmal, also hier geht erstmal das Wasser, wir sehen ja. Michael, das ist eine ganz normale Wasserleitung und das ist die Wasseraufbereitung quasi, die dann hier so quasi durchgeht bis hin zu dem großen durchsichtigen Behälter. Hier? Ja, genau. Und dann haben wir quasi einen Stromanschluss, den muss ich mal gucken, ob der hier zu sehen ist auf der Rückseite quasi. Also dann ist halt der Anschluss, der von hinten kommt, der aus der Photovoltaikanlage kommt und dieser Stromanschluss speist hier diese Anlage. Und die Elektrolyse ist nichts anderes als eine Membran, wo Wasser drin ist und wo ein Pluspol und ein Minuspol ist. Okay. Und wenn man diese Spannung anlegt, diesen grünen Strom, dann spaltet sich das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das wird in den verschiedenen Leitungen hier aufgefangen quasi. Und man hat dann eine Wasserstoffleitung und eine Sauerstoffleitung. Und die Sauerstoffleitung geht, wie gesagt, dann nach oben und die Wasserstoffleitung geht rüber in den Container, um ihn dort zu speichern. Okay. Und das ist jetzt noch ein kleiner Container. Und Ihre Zukunft wird sein? Die Zukunft ist, das Ganze natürlich in XXL abzubilden. Das ist hier eigentlich nur ein Modell, ausgelegt für 5 Fahrzeuge. Wenn Sie sich vorstellen, 5.000 Fahrzeuge, 50.000 Fahrzeuge. In Deutschland fahren 47 Millionen Fahrzeuge. Da sehen Sie schon die Größenordnung quasi. Da brauchen wir viel größere Anlagen. Wir gehen jetzt im ersten Step auf die Mobilität, weil wir sagen, okay, die Mobilität ist ein Markt, wo auch ein gewisser Druck ist. Die ist halt sehr öldominiert derzeit. Also alle Kraftstoffe, die Sie heute einsetzen, sind natürlich auf Ölbasis. Das heißt, dort entsteht ein riesiger Markt. Und der zweite Punkt ist, dass gerade schwere Fahrzeuge quasi, wenn man sie elektrisch antreiben will, sehr schwierig anzutreiben sind Batterien, weil sie einfach schlicht und ergreifend zu schwer werden. Das heißt also, ab einer gewissen Größenordnung, bei schweren Fahrzeugen, dann haben Sie eigentlich Wasserstoff klar im Vorteil, weil Sie ein klares Gewichtsthema haben. Ein LKW fahren Sie ja nicht mit einer 5 oder mit 10 Tonnen schweren Batterie umher, weil Sie dann keine Zuladung mehr haben. Das heißt, dort entsteht der erste Markt quasi im Schwerlastbereich. Wenn dieser Markt entstanden ist, also ein Bedarf an Wasserstoff da ist, bauen wir unsere Anlagen größer, weil wir natürlich wissen, okay, jetzt wird mehr grüner Wasserstoff gebraucht, also fangen wir auch an, mehr grünen Wasserstoff zu produzieren. Wir fangen nicht erst an, mehr zu produzieren und darauf zu warten, dass ihn irgendeiner abnimmt. Das macht gar keinen Sinn. Deswegen versuchen wir über Kooperation und auch in der Region über unser Projekt
Fridays for Future, das Ganze anzureizen und auch wachsen zu lassen, sodass dann eben halt auch die ersten Busse in Oldenburg, die ersten Müllfahrzeuge etc. pp. Auf Wasserstoffbasis fahren, sodass ein Bedarf entsteht. Und dann wird es richtig spannend, weil dann können wir die Infrastruktur, die da ist, also die Tankstellen quasi, können wir irgendwann leitungsgebunden erschließen. Das heißt, dann ist es nicht mehr so, dass der Bedarf nur ein Auto pro Tag ist, sondern wenn auf einmal 30 Busse pro Tag kommen, dann brauchen wir auch einen gewissen Wasserstoffversorgung und dann würde man das leitungsgebunden aufstellen und dann würden wir sogar unser altes Erdgasnetz nutzen können, das grundsätzlich geeignet ist, auch Wasserstoff zu transportieren. Man muss ein paar Umbauten machen, man muss ein bisschen was ändern, aber im Grundsatz können wir dann tatsächlich auch unser altes Erdgasnetz, das wir vielleicht hier und da gar nicht mehr brauchen, weil wir gerade auch eine LH-Gasumstellung haben, umswitchen auf Wasserstoff. Das entsteht aber erst sozusagen, wenn vorne der Bedarf entstanden ist. Also dieses ganze Hochskalieren hängt alles auch ein bisschen vom Bedarf ab. Deswegen ist es genauso wichtig, sich die Anwendungsseite anzugucken und dass auch so Firmen wie Faun, aber auch andere Firmen quasi ihren Fahrzeug auf den Markt schmeißen, dass überhaupt sowas verwendet werden kann. Nun hat Herr Schneider uns in dem Filmbeitrag, denke ich, wunderbar erklärt, wie Wasserstoff entstehen kann. Und zugleich hat er uns erläutert, was Sie mit dem Projekt Highways for Future denn vorhaben. Denn vieles von dem, was Sie vorhaben, ist schon bei Ihnen, was so die Gasleitung betrifft, was die Kavernen betrifft und so weiter. Und im Grunde geht es hier doch, jetzt ist Wasserstoff hergestellt. Wo lagern Sie denn? Nur in Hundorf oder auch in anderen Stellen? Das Schöne an der Wasserstofftechnologie ist, dass alle technologischen Komponenten heute schon da sind und funktionieren. Richtig. Wir müssen nirgendwo mehr etwas erfinden, von dem wir noch nicht wissen, wie es geht. Wir müssen zeigen, dass die Funktion da ist. Und wir müssen vor allen Dingen in größere Anlagen kommen, um die Kosten zu senken. Der Wasserstoff ist heute eben noch zu teuer, um ihn im Wettbewerb gegen andere Produkte, klassische Ölprodukte einzusetzen. Deswegen ist genau wie Herr Schneider sagt, Markt generieren, Kunden gewinnen, immer mehr produzieren, immer größer werden und darüber die Kosten zu senken. Ja. Wir lagern heute, das hat er gesagt, das ist im Grunde genommen in Druckluftflaschen, also in Obertagen, Stahlzylindern. Und perspektivisch, wenn die Mengen größer werden, kann man dann diesen Wasserstoff auch unter Tage lagern. Wir haben ja heute in der Erde, in Salzkavernen, große Hohlräume, in denen wir Erdgas lagern. Und wir haben gerade ein Projekt, in dem wir dann nachweisen, dass man dort unter Tage eben auch den Wasserstoff lagern kann, genauso wie das Erdgas. Und mit diesem Nachweis ist es dann möglich, den Wasserstoff zu produzieren. Gerade wenn wir ihn aus Sonne und Wind produzieren, Sonne und Wind sind nicht immer da, kann ich die Energie aus Sonne und Wind wunderbar speichern in Wasserstoff unter Tage. Und wenn dann der Bedarf ist, aus diesen Speichern den Wasserstoff wieder entnehmen. Deswegen hat der Wasserstoff einige Vorteile. Er ist eben grün herstellbar. Ich kann ihn gut transportieren, ich kann ihn lagern. Und vielleicht ein Aspekt noch, der auch sehr wichtig ist, ich kann ihn auch gut importieren. Denn wir werden die Menge an Wasserstoff, die wir perspektivisch brauchen, nicht alles in Deutschland herstellen können. Wir müssen den importieren, so wie wir heute Öl oder Gas importieren. Und ich kann eben ein Molekül wie Wasserstoff deutlich einfacher importieren als ein Elektron, wo ich immer eine Stromleitung für brauche. Deswegen hat Wasserstoff eben neben anderen Eigenschaften auch genau die, importierfähig zu sein und damit Deutschland mit grüner Energie auch aus dem Ausland zu versorgen. Das geht so, finde ich, bisher so in der Öffentlichkeit so ein bisschen unter, Herr Dr. Kreuzel, was Sie gerade gesagt haben. Im Grunde genommen haben wir ja in Deutschland wunderbare Voraussetzungen für Wasserstoff. Auch wenn ich so gerade an das Beispiel EWE denke, im Grunde genommen haben Sie die On- und Offshore-Windparks, Sie haben die Leitungen, Sie haben die Kavernen. Es kann hier hinkommen bis zur Tankstelle, sogar bis zum Verbraucher. Man braucht im Grunde genommen nur die Kunden, die das umsetzen, oder? Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Genauso ist es. Die geografische Lage der EWE und ja letztlich auch von Unternehmen wie Faun, so dass wir in der Tat in einer privilegierten Region ansässig sind, mit der Windenergie vor der Türe, in den Kavernen, dem Netz, was wir haben und den Kunden. Es geht sogar weiter, wenn wir am Ende tatsächlich Wasserstoff importieren müssen, dann sind wir hier an der Küste auch mit Häfen ausgestattet, die vielleicht über Schiffe solche Importe möglich machen. Und vielleicht, um das nochmal zu betonen, wir werden beides brauchen. Wir werden in Deutschland Erzeugungsmöglichkeiten für Wasserstoff brauchen. Wir brauchen deswegen die Winderzeugung. Wir brauchen auch mehr Wind an Land, so sehr das manchmal auf Widerstand stößt. Wir werden unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir jetzt nicht auch im Ausbau von Windenergie an Land massiv vorwärts kommen. Das heißt, wir werden einen Teil des Wasserstoffs tatsächlich hier in der Region, in Land, in Deutschland erzeugen.
Aber wenn man weiterguckt und sich die Mengen anschaut, wird das eben nicht reichen, sondern wir werden eben auch importieren müssen. Die Kombination aus beiden ist das, was nachher zum Erfolg führt. Das heißt also auch, wenn man an Windparks denkt oder an Windkraftanlagen, die Bürger müssen auch mehr mitgenommen werden, um ihren Einspruch und Widerspruch gegen Windkraftwerke, ich sag mal, zu überdenken. Denn ohne einen weiteren Ausbau wird es hier auch in der Erzeugung bei uns nicht weitergehen. Das ist sehr richtig. Die Bundesregierung hat ja gerade im Kabinett einen Entwurf für ein neues Erneuerbaren Energiengesetz, kurz EEG genannt, verabschiedet. Ja. Das wird jetzt im Parlament beraten. Und die Überlegungen dort sind zum Beispiel, dass man Kommunen, die Windparks dann errichten lassen, auf ihrem Gemeindegebiet dann auch beteiligt werden an den Erlösen, um vielleicht die Akzeptanz zu erhöhen. Aber es bleibt eine gesellschaftliche und politische Aufgabe, zu sagen, der Klimaschutz ist uns so wichtig, dass wir bereit sind, auch die eine oder andere Einschränkung dafür hinzunehmen. Ja. Und so sehr man sicherlich Verständnis für den Einzelnen hat, der sagt, ich mag das nicht so gerne, wenn wir das gesellschaftlich nicht lösen, werden wir nicht vorankommen und werden wir unsere Klimaziele verfehlen. Ja. Ja. Und das ist eine Aufgabe, da müssen wir die Akzeptanz der Menschen bekommen. Ich glaube, wir müssen ein paar Dinge im Planungsrecht und auch vielleicht im Umweltschutzrecht ändern. Und da müssen wir massiv dran arbeiten. Ja, ist gut, dass Sie das so deutlich sagen. Denn die eine Konsequenz, mehr für Klimaschutz zu tun, erfordert auch Konsequenz in Einstellung, in Handlungsweise. Ja. Und insofern ist das gut, dass Sie beides durchaus darstellen. Nun haben Sie beide kürzlich ja auch in Hundorf eine Veranstaltung gehabt. Da war ja auch unser Wirtschaftsminister Althusmann dabei. Und wenn ich das in Erinnerung habe, haben Sie mit der Veranstaltung wahrscheinlich beabsichtigt, die Journalisten für die ganze Thematik mehr zu fokussieren, damit sie das in die Öffentlichkeit transportieren. Und wir haben da auch einen kleinen Filmbeitrag gedreht, den wir uns jetzt mal anschauen sollten, um danach nochmal darüber zu reden. Denn im Grunde genommen kommen alle Elemente, die wir bisher besprochen haben, in Ihrer Veranstaltung wieder zutage. Auf dem Gasspeichergelände in Hundorf wird heute neueste Wasserstofftechnologie gezeigt. In diesem Elektrolyseur wird grüner Wasserstoff aus einer Photovoltaikanlage produziert. Im Container nebenan wird der Treibstoff der Zukunft dann eingelagert und im nächsten Container befindet sich die Tankstelle. Eine vollkommen autarke Anlage, allerdings nur ausreichend für den Verbrauch von 5 bis 20 Fahrzeugen. Im großen Stil könnte Wasserstoff auch aus Windenergie hergestellt werden und hier im EWE-Kavernenspeicher 800 Meter tief in den Salzstock eingelagert, um dann ins Gasnetz eingespeist zu werden. Für Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der EWE AG, ist Wasserstoff der Treibstoff der Zukunft. Wir glauben, das Thema Wasserstoff ist sehr prädestiniert für den Nordwesten und damit für uns. Wir sind hier der Energieinfrastrukturbetreiber. Wir haben die Küste, wo wir zukünftig auch importieren können. Wir haben sehr viel erneuerbaren Strom aus Offshore und Onshore. Heute schon 90% im EWE-Gebiet. Im Rest von Deutschland sind wir bei 40%. Ja, wir haben große Speicher, wie hier, wo wir also in großen Speichern tatsächlich große Mengen auch von Wasserstoff einspeichern können, also eben diese Entkopplung von volatiler Winderzeugung zu dem Verbrauch hinbekommen. Das heißt, wir haben alle Voraussetzungen hier in unserem Gebiet und wollen zeigen, dass das hier der richtige Ort ist und wir der richtige Betreiber für diese Infrastruktur sind. Burkhard Oppmann ist Geschäftsführer von Faun aus Osterholz-Scharmbeck. Faun gehört zu den führenden Herstellern von Müllfahrzeugen und Kehrtechnik in Europa. Die Firma hat sich vorgenommen, bis 2030 alle Müllfahrzeuge ausschließlich mit Wasserstoff zu betreiben. Wir liefern ja 50% unserer Fertigung an die deutschen Kommunen. Und die deutschen Kommunen fahren alle ihren Restmüll in die Müllverbrennungsanlagen. Und es ist also überhaupt kein Problem, in einer Müllverbrennungsanlage eine Elektrolyse zu installieren, die Wasserstoff erzeugt, mit der Energie von dem Müllverbrennen. Und das heißt praktisch, wir machen dann eine Tankstelle auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage. Das heißt, der Müllwagen kommt, entleert den Müll und dann gleich wieder seinen eigenen Wasserstoff, den er gebracht hat, auf und somit haben wir einen geschlossenen Kreislauf, ohne CO2. Selbst aus dem Stop-and-Go der Fahrzeuge im Einsatz wird Energie gewonnen, wenn die Bremsenergie wieder der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle zugeführt wird. Niedersachsens Wirtschaftsminister hat auf seiner Sommerreise in Hundorf Halt gemacht. Er spricht von Wasserstoff als Erdöl der Zukunft mit der Perspektive eines industriepolitischen Quantensprungs. Einerseits die Produktion von Wasserstoff, das Importgeschäft durch die Häfen, aber auch die Produktion der Anlagen werden Deutschland, insbesondere Niedersachsen, zum Wasserstoffland Nummer 1 machen. VW setzt allerdings weiter auf Batterietechnik.
Wasserstoff in Kombination mit der Brennstoffzelle ist ja ein Teil der Elektromobilität. Insofern greift das ja durchaus ineinander. Der rein elektrische Antrieb, so wie ihn VW jetzt favorisiert, ist unzweifelhaft eine wichtige Entwicklung. Gerade in Ballungszentren für den Pkw-Bereich wird das vermutlich in den nächsten Jahren das entscheidende Modell sein. Was aber nicht ausschließt, dass in 10, 15 Jahren die Wasserstofftechnologie, Brennstoffzellentechnologie auch für Pkw, aber insbesondere für Lkw, für Nutzfahrzeuge oder für Schiffsantriebe oder für Luftfahrtantriebe, also auch in der Luftfahrtindustrie ein Thema letztendlich bieten wird. Von daher ist Wasserstoff mehrdimensional einsetzbar, multifunktionsfähig und bietet über Power-to-X-Lösungen eben von der Speicherung über die Weiterleitung, über Netze in den nächsten Jahren die entscheidende Grundlage dafür, dass wir Energiewende zu einem Gelingen bringen. Nutzfahrzeuge wie die von Faun, aber auch Züge, Busse und LKWs können umweltfreundlich durch Wasserstoff betrieben werden. Ein reiner Elektroantrieb wäre zu schwach. Doch die PKWs, die hier heute als Wasserstoffautos gezeigt werden, sind alle von Hyundai, dem Autohersteller aus Südkorea. Kurt-Christoph von Knobelsdorf von NOW, der bundesregierungseigenen GmbH für Wasserstofftechnologie, fördert die Entwicklung. Im weltweiten Vergleich steht Deutschland sehr gut da. Minister Althusmann hat gerade völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass in Sachen Wasserstoff inzwischen sehr viele in den Startlöchern sind und dass da gerade weltweit sich enorm was tut. Gleichwohl hat Deutschland industriepolitisch da große Chancen, weil insbesondere bei der Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff sind wir durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre und durch die Förderung der Bundesregierung nach wie vor eigentlich am aktuellen Rand des Geschehens. Es kommt jetzt eben darauf an, aus den praktisch zur Marktreife entwickelten Technologien jetzt einen Markt zu entwickeln, also hochzuskalieren in Industrieproduktion. Und da haben wir Chancen und die müssen jetzt aber genutzt werden. Und der Hinweis von Herrn Althusmann, dass man jetzt auf die Tube drücken muss, weil andere sich eben auch tummeln, war völlig berechtigt. Was die Frage der Fahrzeuge angeht, ich halte die Strategie, um es ganz brutal deutlich zu sagen, insbesondere auch des großen niedersächsischen Herstellers, hier für gefährlich. Weil ich absolut sicher bin, dass Wasserstoffmobilität auch im Pkw weltweit auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen wird. Und das Thema lassen die gerade unbeackert und ich halte das für industriepolitisch sehr, sehr riskant. Der Bund fördert das Projekt Highways for Future. Die IWE wird gemeinsam mit Partnern rund 90 Millionen Euro in einen Wasserstoff-Heimatmarkt investieren. Darüber wird zum Beispiel auch die Stadt Oldenburg mit Wasserstoffinfrastruktur ausgestattet. Nun hat der Herr von Knobelsdorf gerade am Schluss ja sehr deutlich in Richtung VW etwas gesagt. Herr Obmann, wie sehen Sie das? Ist die Strategie von Dies und Co. falsch bei VW? Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie falsch ist. Sie ist teilweise richtig, aber sie ist nicht zu 100% richtig. Okay. Weil ich, wenn man davon ausgeht, das Elektroauto, das reine Elektroauto macht wirklich Sinn, wenn ich in Städten unterwegs bin, wenn ich auf Kurzstrecken unterwegs bin. Aber in dem Moment, wo Sie Strecke fahren müssen und viel unterwegs sind, wird das nicht so funktionieren. Und es gibt noch ein Thema eigentlich, wo wenig darüber gesagt wird, das ist eigentlich die Infrastruktur. Wir haben ja in den Städten in dem Sinne, die Ladeinfrastruktur ist nicht da, um jeden ein Elektroauto zu geben, letztendlich. Also ich glaube, es wird ein Teil sein, batteriebetrieben, aber ich setze trotzdem auch im Pkw-Bereich, im Lkw-Bereich sowieso, auf Wasserstoff. Okay. Herr Dr. Kreuzel, Sie ich würde liegen so Ihr Kopf. Ich ergänzen wollen, vielleicht als Hintergrund, ich darf mitarbeiten auf der nationalen Plattform Mobilität der Bundesregierung und bin dort tätig in der Arbeitsgruppe, die sich über alternative Antriebe Gedanken macht. Also wir diskutieren die Frage zwischen Wasserstoff, Batteriefahrzeug oder eben synthetische Kraftstoffe, ja, also letztlich Öl aus grüner Energie gemacht. Und dort zeigen die Diskussionen, dass wir in 2030 in Deutschland von den 42 Millionen Pkw vielleicht mit 10 Millionen elektrischen, also entweder mit Stecker, also Plug-in oder vollelektrisch rechnen, dass der Wasserstoffantrieb vermutlich bis 2030 noch eine sehr untergeordnete Rolle spielen wird, einfach weil der Hochlauf langsamer ist. Die Anwendung im Wasserstoffbereich wird vor allem im Lkw-Bereich kommen, das hat Herr Schneider und auch die Firma Faun gesagt, dass wir dort elektrisch nicht vorankommen.
Die Tatsache, dass die Hersteller jetzt so stark auf batterieelektrischen Antrieb setzen, ist der große Druck aus der Regulierung, der ihnen harte CO2-Vorgaben für ihre Fahrzeugflotte gibt. Und die kann ich heute sehr kurzfristig nur über den batterieelektrischen Antrieb erreichen. Ich glaube trotzdem, und da bin ich wieder bei Ihnen, dass wir perspektivisch für Langstrecke auch die Brennstoffzelle oder den Wasserstoffantrieb in einem Elektroauto sehen. Allerdings muss ich gestehen, ich selbst fahre seit anderthalb Jahren ein vollelektrisches Fahrzeug und bin auch auf Langstrecke quer durch Deutschland unterwegs. Und da kommt man also auch sehr gut, wenn man das ein bisschen eingespielt ist, sehr gut voran, ohne dass man jetzt stundenlang an Ladesäulen steht. Also das funktioniert schon ganz gut. Okay. Aber interessant ist ja schon mal festzustellen, dass in Deutschland noch kein serienreifes Wasserstofffahrzeug zu bekommen ist von den deutschen Herstellern. Aber die Südkoreaner, wir haben es ja in dem Filmbauwerk gesehen, die verkaufen schon ein serienreifes Wasserstoffauto. Das heißt also, wir sind zwar im Wasserstoffbereich sicherlich gut dran, sind führend in Deutschland, aber in der Automobilindustrie müssen noch die Akzente richtig zeitgerecht gesetzt werden. Oder sehe ich das falsch? Ja, das sind Sie richtig. Also die Akzente müssen gesetzt werden. Und wir sind natürlich in der deutschen Automobilindustrie, gerade in der Schwer-Lkw-Industrie, sind wir natürlich weit, weit hinten dran. Und wenn Sie das sehen, erst vor einer Woche ist ja von Daimler bekannt gegeben worden, den ersten richtigen Brennstoffzellen-Lkw mit Wasserstoffantrieb irgendwo so 2028 auf den Markt zu bringen. Und da ist noch ein Stück hin. Das muss man wirklich sagen. Und Sie haben das gerade angesprochen mit den südkoreanischen LKWs. Ich bin den also vor 14 Tagen selbst gefahren. Und das ist schon erstaunlich, was für eine Technik dort produziert wird und auf den Markt gebracht wird. Und ich sehe schon, wir müssen da uns richtig anstrengen, wenn wir weiter im Automobilland Nummer 1 bleiben wollen. Ja. Wenn man es mal so zusammenfasst, wenn ich so mal in die Zukunft blicke, was empfehlen Sie beide denn einem typischen Kunden, der ein Pkw fahren möchte? Auf Elektromobilität sich zukunftsorientiert zu verlassen oder zu sagen Wasserstoff? Oder wird beides funktionieren? Für welche Art, wenn beides, für welche Art beides? Also jemand, der sich heute ein Fahrzeug kaufen möchte, der die finanziellen Möglichkeiten hat, inklusive der Förderung, und sagt, ich möchte gerne einen alternativen Antrieb, dann ist das Elektrofahrzeug das Fahrzeug der Wahl. Also gibt es inzwischen ausgereifte Fahrzeuge und auch deutsche Hersteller. Und ich stelle fest, ähnlich wie im Wasserstoffbereich, auch die deutschen Automobilhersteller haben bei der Elektromobilität erst ein bisschen geschlafen, haben jetzt mit Macht aufgeholt. Ich glaube, die Position der deutschen Hersteller ist inzwischen sehr gut, auch im weltweiten Vergleich. Und ich kann mir vorstellen, dass es im Wasserstoffbereich ähnlich ist. Auch ich denke, es wird hinter den Kulissen mehr an Wasserstoff gearbeitet als bekannt gegeben. Okay. Haben wir natürlich auch erstmal den Kunden nicht gleich mehrere Technologien vor die Nase setzen möchte. Und wahrscheinlich wird die Situation so sein, dass andere Hersteller mit Wasserstoff dann einen Schritt vorwärts machen, die Deutschen hinterherlaufen. Ich bin mir aber dann doch relativ sicher, dass wir es auch schaffen werden, vielleicht wenn wir ein bisschen später starten, trotzdem Gas zu geben. Aber jemand, der heute ein Auto kauft, es gibt ganz wenige Wasserstofffahrzeuge, die Tankstelleninfrastruktur ist noch eher am Anfang. Also als Freak kann man das machen, aber für den ganz normalen Anwender, glaube ich, ist ein Elektrofahrzeug heute alltagstauglich und auch vernünftig. Und wenn man mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft schaut, dann kann man doch sagen, Elektromobilität eher für den Pkw-Bereich und Wasserstoff für den Lkw-Verkehr, Busse und dergleichen. Ja, gerade im Schwerlastverkehr oder ich sag mal in unserer Branche bietet sich das an, mit Wasserstoff angetriebenen Fahrzeugen zu fahren, weil wir, sage ich jetzt mal, wenn wir unterwegs sind, dieser Müllwagen hat jeden Tag ungefähr 1000 Stop-and-Goes. Ja. Wir haben also das Fahrzeug entwickelt, das gleichzeitig die Bremswirkung in Energie umgewandelt wird in die Batterie eingespeist. Das sind ungefähr 30% des Energiebedarfs, das das Fahrzeug benötigt. Okay. Und die restlichen 70% kommen eben aus der Brennstoffzelle. Und wir sehen das in unserer Branche. Die Nachfrage ist also sehr groß. Wir hatten die Tage erst ein Forum, das nannte sich Blue Power Live. Dort konnte man die Fahrzeuge selbst auch fahren. Und mittlerweile gibt es auch einen Aufruf der Bundesregierung oder des Bundesverkehrsministeriums zur Förderung von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen. Und also wir rechnen dort mit regen Bedarf in den Kommunen. Mhm.
vielleicht eine Ergänzung auch für die Zuschauer, wenn wir von Elektrofahrzeugen und Wasserstofffahrzeugen reden, nochmal ein Gefühl zu geben, was ist denn ein Wasserstofffahrzeug? Ja, das ist gut, dass Sie das sagen. Ja. Das kam immer wieder so durch. Ja, sehr schön. In meinem vollelektrischen Fahrzeug, also in einem reinen Batteriefahrzeug, lade ich eben die Batterie auf und meine Elektromotoren nehmen den Strom aus der Batterie und fahren damit. Dann gibt es ja die sogenannten Plug-in-Hybride, also Plug-in heißt Einsteckhybride. Die haben einen ganz normalen Verbrennungsmotor und zusätzlich einen Elektromotor mit einer kleinen Batterie. Da kann ich dann ein kürzes Stück elektrisch fahren und sonst fahre ich eben mit Verbrennungsmotor. Ein Wasserstofffahrzeug hat eigentlich die gleichen Komponenten, was den Antrieb angeht, wie ein Elektrofahrzeug. Hat Elektromotoren an den Rädern und der Strom für diese Elektromotoren kommt eben nicht zu 100% aus der Batterie, sondern aus dieser sogenannten Brennstoffzelle. Das ist wieder, wenn man so will, die Umkehrung der Elektrolyse. Also eine Brennstoffzelle ist Wasserstoff vorne rein, Strom hinten raus, vereinfacht gesagt. Und deswegen hat ein Fahrzeug hinten eine kleinere Batterie und eine Brennstoffzelle, mit der dann der Strom erzeugt wird, mit der das Auto fährt. Also auch ein Wasserstofffahrzeug ist eigentlich ein Elektrofahrzeug, wo ein Teil der Batterie durch diese Brennstoffzelle ersetzt wird. Und ein Satz noch vielleicht, warum hat das trotzdem eine kleine Batterie? Das liegt daran, dass ich beim Beschleunigen plötzlich so viel Energie brauche und ich die Brennstoffzelle nicht so schnell hoch und runter fahren kann. Die kann mir so kontinuierlich den Strom ausspeisen. Deswegen muss die Batterie dazwischen, dass ich dann das puffern kann, dass dann, wenn ich beschleunige, nehme ich die Zusatzenergie mit aus der Batterie. So ist das vielleicht mal der Versuch zu erklären. Ich finde das ganz prima, Dr. Dr. Haben Sie wunderbar erläutert. Das halte ich auch für ganz wichtig, dass man mal den Unterschied jetzt erläutert. Und deswegen jetzt nochmal so die Zusatzfrage. Elektrolyseur, der Begriff ist ja ein paar Mal gefallen, und die Brennstoffzelle wirkt quasi, das sagten Sie so nebenbei, umgekehrt. Das heißt, in die Brennstoffzelle kommt also Wasserstoff und dann geht es wieder quasi zum Anfang zurück. Aus dem Wasserstoff wird dann Strom gemacht, in der Brennstoffzelle. Richtig. Wir lassen jetzt ein paar Dinge weg, wie das genau mit dem Sauerstoff ist, aber ganz einfach, ein Elektrolyseur ist Strom rein, Wasserstoff raus. Die Brennstoffzelle ist Wasserstoff rein, Strom raus. Okay, ja, prima. Und wenn wir jetzt mal so auf Ihr Projekt nochmal zurückschauen, bei dem Sie ja beide intensiv tätig sind, Highways for Future, da haben Sie, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, den Fokus setzen Sie jetzt bei diesem Projekt zuerst auf den Bereich Mobilität. Man hätte ja auch sagen können, Sie wollen gleich die Industrie mitnehmen, Stichwort Stahlerzeugung, Sie wollen gleich den Bereich Wärme mitnehmen und so weiter. Aber Sie haben gesagt, erst in den Fokus nehmen Mobilität. Warum? Ich sagte eingangs ja, dass Wasserstoff heute noch nicht wirtschaftlich ist. Es kann also, der Wasserstoff ist im Grunde genommen noch zu teuer. Er ist auch vor allen Dingen deswegen teuer, weil der Strom sehr teuer ist in Deutschland, um ihn zu produzieren. Ich muss also anfangen zu gucken, wo kann ich ihn denn am vergleichbar wirtschaftlichsten einsetzen? Wo kommt er am ehesten zur Anwendung? Wenn man sich das anschaut, dann gibt es zwei Bereiche, wo der Wasserstoff am schnellsten wirtschaftlich einsetzbar ist. Und das ist genau der Schwerlastverkehr und das ist der Industriebereich. Und das Bundesverkehrsministerium, was ja das Highways for Future Projekt mit fördert, hat natürlich zum einen auf den Verkehrsbereich geguckt, deswegen mit Unternehmen wie Faun gucken wir uns den Schwerlastbereich an. Und das Zweite, ich hatte es kurz erwähnt, mit der Firma ArcelorMittal, Stahlhersteller in Bremen. Okay. Die sind auch Teil des Projektes, wollen wir eben dort dann einen Elektrolyseur aufbauen, der nicht nur die Fahrzeuge mit Wasserstoff versorgt, sondern auch Wasserstoff bereitstellen kann für die Herstellung von Stahl. Natürlich noch in einem überschaubaren Rahmen sein. Aber wir wollen beide Sektoren, nämlich Industrie und Schwerlastmobilität, die am nächsten an der Wirtschaftlichkeit sind, die wollen wir hiermit bedienen. Ich finde das toll, dass Sie so vorgehen, weil wir dann schnell eine CO2-Wirksamkeit auch erreichen. Namentlich, das geht mir manchmal auch so ein bisschen unter, namentlich die Stahlerzeugung, die ist doch, ich schätze mal so, in Deutschland verantwortlich für 20-30% des CO2-Ausstoßes, oder? Bin ich ganz daneben mit meiner Zahl. Ich habe jetzt die genaue Zahl dafür nicht im Kopf, aber wenn wir eine Stadt wie Bremen nehmen, ist die Stahlerzeugung in der Stadt hat in der Größenordnung Anteil am CO2-Ausstoß insgesamt. Deswegen ist absolut richtig, Stahlindustrie, auch Chemie braucht Wasserstoff, sich anzugucken. Und das, was ja zusätzlich noch passiert, vielleicht um diesen Bogen auch noch zu spannen, wenn Sie einen Hersteller wie VW nehmen, der ein Auto mit grüner Energie betreiben möchte, dann wird ja immer häufig auch die Frage gestellt, wie viel Energie ist denn eigentlich in das Fahrzeug reingeflossen, bis es überhaupt im Verkaufsraum steht. Ja. Also egal, ob es darum geht, die Batterie herzustellen oder den Stahl. Und die Erwartung der großen Unternehmen ist immer stärker, dass ihre Lieferanten, ihre Hersteller, die Komponenten liefern, diese Komponenten auch grün liefern. Und wenn ich das durchrechne, dann komme ich eben dahin,
dass auch der Stahl für ein Fahrzeug künftig vielleicht grün hergestellt werden soll. Nun muss man sagen, der Stahl ist deutlich teurer, wenn er grün hergestellt wird. Im internationalen Wettbewerb schwierig. Aber wenn man das zum Beispiel mal umrechnet, wenn ich heute ein Pkw mit komplett grünem Stahl herstelle, dann würde das zu Mehrkosten von etwa 200 bis 300 Euro für das Fahrzeug führen. Jetzt kann man von beiden Seiten gucken. Von Seiten eines Kunden kann man sagen, gut, wenn dafür das Fahrzeug mit grünem Stahl hergestellt ist, bin ich bereit, das zu bezahlen. Im internationalen Wettbewerb wird es dann sicherlich schwieriger, diesen grünen Stahl an den Kunden zu bringen. Sie, Herr Obmann, sind ja bei Faun sehr schnell, wenn ich das in Erinnerung habe, gegangen auf Antriebstechnologie, Brennstoffzelle, Schrägstrich Wasserstoff. Und wenn ich mir so andere Firmen anschaue, die auch in ihrem Produktionssektor tätig sind, höre ich davon wenig. Ja, das ist so, sage ich jetzt mal, es sind natürlich auch enorme Investitionen notwendig, um solche Technik auf die Füße zu stellen oder auf die Räder zu bringen. Und wir haben da also auch viel Zeit und Geld investiert, um das darzustellen, wie wir das heute haben. Also das ist nicht so einfach mal irgendwo schnell gebaut, sondern also wie eingangs gesagt, wir arbeiten seit 14 Jahren an dem Thema alternative Antriebe, davon 10 Jahre an dem Thema Wasserstoff und haben dort was auf die Füße jetzt gestellt, wo wir auch jetzt sagen können, wir können beruhigt in eine Serienfertigung gehen, die wir 2021 anlaufen. Und die entsprechenden Aufträge dafür sind auch schon im Haus. Toll. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, dass Ihnen das weiter gelingen möge. Nochmal zurück zu Ihrem Projekt. Sie wollen ja auch hier in unserer Region, Sie haben ja, glaube ich, so Modellstädte oder Regionen gewählt für Ihr Projekt. Ich glaube, Cuxhaven, Oldenburg gehört auch dazu. Fokussieren wir uns jetzt mal auf Oldenburg. Was tut sich bei dem Projekt Highways for Future denn für die Stadt Oldenburg? Ganz konkret. Die Dinge, die wir diskutieren, reichen von einer Busflotte, die mit Wasserstoffantrieb ist. Okay. Wir sind dabei, eine Wasserstofftankstelle hier in der Kloppenburger Straße in Oldenburg zu errichten. Dann gehen wir davon aus, dass wir die Mitte nächsten Jahres in Betrieb nehmen können. Wir haben eben die Bilder aus Hundorf gesehen. Ja. Das ist ja gut 13 Kilometer hier von der Stadt weg. Genau. Und da gibt es auch Überlegungen, ob ich den Wasserstoff, den ich dort erzeuge, wir haben dort auch einen Windpark stehen, dass ich wirklich mit grünem Strom oder mit der Photovoltaikanlage erzeugen kann, ob man den über eine kleine Leitung auch direkt nach Oldenburg zur Tankstelle bringen kann. Also wir versuchen gerade, die Dinge miteinander zu vernetzen, dass wir nicht nur isolierte Projekte haben, sondern wirklich Projekte, die zusammenhängen. Wenn man dann noch eine Stufe weiterdenkt, wir betreiben ja auch Gasleitungen, die heute Erdgas transportieren. Die verbinden im Grunde genommen die Bremer Region mit der niederländischen Grenze. Und entlang dieser Leitungen liegen auch unsere Speicher, in denen wir heute Erdgas speichern. Wenn man also noch einen Schritt weiter denkt, kann man sich auch vorstellen, dass wir vielleicht solche Leitungen nutzen, um Wasserstoff zu transportieren, ihn zu speichern und dann vielleicht auch einer Region wie Oldenburg dann aus unseren Speichern wieder zur Verfügung zu stellen. Okay. Das wäre aber ein zweiter Schritt. Das ist jetzt noch nicht Gegenstand dieses Projektes. Okay. Und wenn ich mal mit Ihnen jetzt so weiter die Zukunft spinne, Sie haben ja Erdgasleitungen, das heißt, die Zukunft wäre doch auch so möglich, dass durch Ihre Gasleitung zu den Häusern, beispielsweise zu meinem Haus, können Sie in Zukunft mir doch auch liefern statt Gas Wasserstoff, sodass ich auch meine Heizung mit einer Brennstoffzelle über Wasserstoff in Betrieb nehmen kann. Das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben ja gerade über den Bereich Mobilität gesprochen, wir haben über den Bereich Industrie gesprochen. Den Bereich, den Sie ansprechen, den zeichnen wir mit der Wärme, also klassisch der Wärmeversorgung, also der Gasheizung, die wir haben, um Wärme und warmes Wasser zu erzeugen. Hier ist es so, dass die Politik im Moment sagt, wir wollen den Wasserstoff nicht in den Wärmebereich bringen, weil wir noch nicht große Mengen haben. Die wollen wir gerne bei Mobilität und Industrie verwenden. Technisch ist es so, dass unser Leitungsnetz in der Lage ist, heute schon in der Lage ist, um ohne große Umstellung bis zu 20% Wasserstoff zu transportieren. Wir mischen also Wasserstoff mit dem Erdgas. Und wenn wir das Netz zu 100% mit Wasserstoff betreiben wollen, ist auch das möglich. Wir gucken gerade noch, welche Details man tun muss, um das umzubauen. Das ist aber machbar, auch mit vertretbarem Aufwand machbar. Das große Aber kommt dann genau bei Ihnen zu Hause, weil Ihre Heizung, die Sie heute haben, nicht in der Lage ist, statt Erdgas Wasserstoff zu verbrennen. Und das bedeutet, dass alle Anwendungen zu Hause, die heute Erdgas verwenden, letztlich ersetzt werden müssen durch Komponenten, die Wasserstoff machen. Klar. Ja, ja. Und wir sind gerade dabei, der Herr Schneider hatte das Stichwort L-Gas-H-Gas-Umstellung genannt, um das zu erläutern.
Wir bekommen heute unser Erdgas vor allen Dingen aus den Niederlanden. Ja. Das hat eine etwas, man kann sagen, schlechtere Qualität. Das wird mit L-Gas bezeichnet. Wir müssen das jetzt ändern, weil die Gasquellen versiegen auf eine andere Gasqualität, die heißt H-Gas. Und allein dafür müssen wir heute 700.000 Haushalte in unserer Region 2 bis 3 Mal besuchen, Geräte aufnehmen, Geräte verändern. Das ist ein Riesenaufwand. Ja. Wenn man das jetzt nochmal für eine komplette Wasserstoffumstellung macht, ist das nochmal ein Aufwand. Also technisch geht's, aber das Fragezeichen wäre mehr auf der Endkundenseite, nicht bei uns auf der Transportseite. Okay, okay, verstanden. Und wenn Sie beide jetzt mal so dem typischen Verbraucher was empfehlen sollen, was soll er in Zukunft machen? Für Stadtstrecken E-Auto, für lange Strecke Wasserstoff-Pkw oder beides miteinander oder eins von beiden? Ja, es ist ja, wie schon gesagt, es ist ja eigentlich eins so und so. Die Batterie ist im Wasserstoffantrieb so und so mit drin, weil sie als Energieträger trägt. Aber für die Innenstadt sehe ich also die Elektromobilität also ganz vorne, ganz klar vorne. Okay. Und für die Langstrecke denke ich schon, dass wir in Richtung Wasserstoff gehen sollen. Okay. Was wir vielleicht noch so ansprechen sollten, wäre, wenn ich mir das so richtig in den Kopf ging, also in der Vorbereitung auf unsere Sendung bin ich darauf gekommen, der Nordwesten hat ja aufgrund der geografischen Lage ungeahnte Chancen jetzt, wenn wir uns mehr und mehr bei der Attraktivität der Wasserstoffgeschichte intensiv damit beschäftigen. Die Lage ist ja einmalig und auch Sie als Unternehmen, Sie haben ja mehrere Trümpfe in der Hand. Das ist unsere Einschätzung auch. Es ist sowohl für ein Land wie Niedersachsen an der Küste mit den erneuerbaren Energien, die wir haben, mit der Grenze zu den Niederlanden, die auch sehr stark auf Wasserstoff setzen, mit unseren großen Städten wie Bremen und Hamburg, die in der Region angrenzen, Hannover. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Wir haben zusätzlich die Geografie, dass wir Salzlagerstätten hier haben, in denen wir unser Erdgas lagern und künftig dann auch unseren Wasserstoff lagern können. Wir haben die Häfen, wo vielleicht Schiffe mit Wasserstoff aus anderen Ländern anlanden können. Wir haben die Offshore-Parks direkt vor unserer Küste. Also die Voraussetzungen sind hervorragend und deswegen sind wir auch so hart dran am Arbeiten, genau diesen Nordwesten hier zur Wasserstoffregion Nummer 1 zu machen. Und häufig allgemein sagt man ja, die Industrie folgt immer der Günstigkeit der Produktionsbedingungen. Das hieße doch, dass in Zukunft mal weit über 10 Jahre hinausgeblickt, der Nordwesten ungeahnte industrielle Chancen hätte. Ne? Das ist eine faire Argumentation. Man sagen kann, wie können wir das eben auch industriell nutzbar machen? Ja. Und wenn ich mir heute angucke, ein VW-Werk in Emden zum Beispiel, wenn das ein Standort ist, den ich besonders gut mit grüner Energie versorgen kann, dann wird das ein Standortvorteil sein gegenüber anderen Regionen, die das Schwierigkeiten haben. Ja. Das ist so. Herr Hauptmann. Ja, ich sehe das genauso. Also wir werden da große Chancen haben und wir sehen das auch bei uns. Wir denken auch über Erweiterungen, Werkserweiterungen nach. Und wir haben ja in Deutschland 4, 5 Herstellerwerke dementsprechend auch. Also, und wir bauen auch zurzeit unsere Ingenieursmeisterkunst aus, letztendlich, um mehr Ingenieure da zu haben, um diese Technik auch nach vorne zu treiben. Denn bei Ihnen ist mir deutlich geworden, das ist auch gerade bei der Veranstaltung in Hundorf von Ihnen gesagt worden, Sie wollen ja ab 2020, glaube ich, war es, nur noch Müllfahrzeuge herstellen mit Wasserstoff. Ab 2030. Ah, 2030, oh, 10 Jahre später, okay. Ja, also 10 Jahre später. Das heißt, Sie setzen voll dann auf Brennstoffzelle Wasserstoff, ja. Ist das nicht ein Risiko? Nein, glaube ich nicht. Sag ich jetzt mal, der Weg, der ist geebnet dahin. Und wir sehen das ja auch, sage ich jetzt mal, wie die Politik zum Beispiel auch dieses Thema in den Kommunen nach vorne treibt, letztendlich auch. Und das Abfallsammelfahrzeug oder die Kehrmaschine, die ist präzisioniert dafür, für einen Wasserstoffantrieb. Mhm. Und wir sind ja in Europa ziemlich groß, also wir bauen im Jahr ungefähr 6.000, 7.000 Abfallsammelfahrzeuge für Europa in all unseren Werken. Und wir merken das auch, dass die Schweiz kommt, dass Österreich kommt, dass Spanien anfängt, England zum Beispiel ganz stark, oder die nordischen Länder, Norwegen, Schweden. Also wir merken das schon in Europa, dass das schon in Richtung Wasserstoff geht. Okay. Vielleicht ist der Fall das Risiko. Ich kann das nur unterstützen. Ich glaube auch, dass es einen breiten politischen, auch gesellschaftlichen Konsens gibt, sich um eine CO2-Neutralität zu kümmern, auch eine EWE. Wir haben uns auch klimaneutrale Ziele gesetzt, um dahin zu arbeiten. Ich glaube, eins der
Hauptrisiken oder Hauptbaustellen, die wir haben, ich hatte es vorhin schon mal genannt, ist, der Wasserstoff muss einfach günstiger werden. Ja. Günstiger wird er, indem wir mehr Erfahrung sammeln, größere Elektrolyseure bauen, aber günstiger wird er auch, indem wir die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern. Wenn Sie heute Strom für einen Elektrolyseur nehmen, dann müssen Sie auf diesen Strom alle Abgaben, Umlage für Windenergie und alle Steuern und Abgaben setzen. Und der Strompreis ist der wesentliche Einflussfaktor dafür, wie teuer der Wasserstoff ist, der hinten rauskommt. Ja. Deswegen macht die Politik gerade erste Schritte, aber wir können das nur noch mal massiv einfordern. Wir müssen die Stromkosten für die grüne Herstellung von Wasserstoff massiv senken. Wir müssen eine Befreiung von Umlagen und Abgaben für diesen Strom haben. Sonst werden wir den Wasserstoff nicht zu vertretbaren Preisen dann in die Tanks der Fahrzeuge bekommen. Ich glaube, man hat es eingesehen, aber politisch müssen wir jetzt gucken, dass wir es tatsächlich durch die Tür bringen. Ja, wir brauchen, glaube ich, mehr ganzheitlich da bei dieser ganzen Thematik. Auch was wir vorhin so gesagt haben, ich glaube, Politik muss auch daran denken, die Bürger insgesamt mehr mitzunehmen bei dem Thema erneuerbare Energien. Das heißt Ausbau von Windkraftanlagen und so weiter. Man muss den Bürger überzeugend mitnehmen. Das gehört ja alles miteinander zusammen. Denn sie können sich, glaube ich, viel aussehen, sie können viel machen. Wenn der Bürger blockiert, vergehen wieder Jahre. Das ist so. Und ich denke, dass das ein Auftrag ist an Journalismus, an Unternehmen, an Wissenschaftler, aber auch an Politik. Und ich denke, die Situation, dass ich freitags für das Klima demonstriere und samstags gegen den Windpark, das wird halt auf Dauer nicht funktionieren. Ne? Genau, ja. Und deswegen fand ich auch Ihre Veranstaltung, bei der Sie ja beide ganz aktiv tätig waren, in Hundorf so hervorragend gelungen. Das war doch im Grunde genommen so ein indirekter Appell an die Journalisten, genau das zu tun in Zukunft. Denn sonst verspielen wir in Deutschland, glaube ich, unseren Vorsprung, den wir jetzt bei der Technologie haben. Und das wäre einfach zu schade. Und deswegen mal so ganz konkret an Sie, was ist nach Ihrer Hinsicht denn jetzt so, wenn Sie das mal konzentrieren auf zwei Schritte, welche zwei Schritte stehen denn jetzt an, damit es jetzt genau in dem Sinne weitergeht? Ich kann die zwei Schritte nennen. Erstens, wir brauchen Unterstützung, um die, wir nennen Skalierung, also immer größere Komponenten zu testen. Die Bundesregierung hat ja über das Corona-Konjunkturpaket Mittel in Aussicht gestellt. Wir können sie aber noch nicht abrufen, weil die Regularien noch nicht klar sind. Also das ist ein Punkt. Und das zweite ist auf der Regulierungsseite wirklich Abgabenbefreiung für Strom, um die Preise für Wasserstoff nach unten zu bringen. Und dann ist es Aufgabe von Unternehmen, so als Herstellern von Komponenten oder von uns, die Kunden davon zu überzeugen, eben sich mit diesen Produkten auch tatsächlich auszustatten. Aber die beiden Randbedingungen, wenn Sie sagen zwei, dann ist es eben genau die Förderung, um zu skalieren. Und das zweite ist die Änderung der Regulierung, um die Abgabebefreiung zu erreichen. Toll. Welche zwei Schritte haben Sie im Fokus? Also wir haben Schritte im Fokus, dass wir einmal was wir jetzt bauen, verbessern, in die Serienreife bringen. Und gleichzeitig gehen wir aber auch schon in artverwandte Branchen. Das heißt also, wir gehen das Trägerfahrzeug in Richtung Flughafenequipment zu verkaufen, das Thema in die Feuerwehren zu tragen. Ja. Also es gibt mittlerweile auch Anfragen von großen Transgourmet-Transporteuren im Verteilerverkehr, die umstellen wollen auf Brennstoffzellenfahrzeuge. Und eben dieses Fahrgestell, das wir ausrüsten mit der Brennstoffzelle, werden wir auch jetzt ohne Müllwagen oder Abfallsammelfahrzeug auch an den Markt bringen. Und das ist eigentlich unser Schritt 2, um eben diesen Schwerlastverkehr eigentlich mehr in die Richtung Wasserstoff zu bringen. Okay, toll. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das interessante Gespräch und für Ihre wirklich interessanten und wichtigen Ausführungen zum Thema Wasserstoff. Und ich denke, unsere Zuschauer haben das von Ihnen auch gut aufnehmen können. Und vielleicht haben wir ja auch jetzt einen guten, öffentlichkeitsbezogenen, wirksamen Beitrag geleistet mit unserem Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und denn mit Ihnen haben wir ja hier zwei Unternehmen, die bei der Verbreitung des Themas Wasserstoff an vorderster Front stehen. Und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen all das gelingt, was Sie vorhaben. Toi, toi, toi dafür. Und dann haben wir, glaube ich, es auch gut im Sinne von CO2-Minimierung getan. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war unser Forum Wirtschaft zum Thema Wasserstoff mit Herrn Dr. Urban Keusen, dem Technikvorstand der Firma Energieversorgung oder in Kurzform EWE und Herrn Burkhard Oppmann, dem Geschäftsführer der Firma Faun Umwelttechnik. Ich wünsche Ihnen, wo Sie auch sein mögen, alles Gute für die weitere Zukunft
Und ich bin sicher, Sie haben einiges zum Thema Wasserstoff mitgenommen. Und vielleicht können Sie da und dort, wo Sie tätig sind, auch in dem gerade besprochenen Sinne das eine oder andere bewirken. Alles Gute. Tschüss.